Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte mal heute aus für mich persönlichem Anlass über die Angst der Ablehnung sprechen. Und wir haben auch gestern in einem Live-Coaching ja gemerkt, dass das eines, ja, was heißt gemerkt, es ist eines der schlimmsten Ängste, der schlimmsten Befürchtungen, die uns von einem großartigen Leben abhalten. Die Angst der Ablehnung führt insbesondere dazu, dass wir uns viele Dinge nicht trauen, viele Dinge nicht tun und sogar viele Dinge nicht vorstellen können, die wir uns eigentlich wünschen. Saya, komm! Komm! Komm daher! Ja, viele Dinge, die werden von uns von vornherein nicht weiter verfolgt. Viele Wünsche, guten Morgen, werden von uns im Vornherein nicht weiter verfolgt. Sehr, komm! Hey! Ja, nicht weiter verfolgt, weil wir Angst haben vor Ablehnung. Wir trauen uns nicht, uns selbst zu sein. Wir trauen uns nicht, selbst das zu wollen, was wir wirklich wollen, weil wir Angst haben vor Ablehnung. Dass es nicht gut ankommt, dass wir nicht verstanden werden. Die Angst davor, abgestempelt zu werden, kategorisiert zu werden. Und diese ganze Angst, die basiert natürlich auf vergangenen Erfahrungen, als wir klein waren, als wir Kinder waren, wenn nicht die Aufmerksamkeit da ist, wenn nicht die Liebe da ist, wenn nicht die Wertschätzung da ist für uns als Kind, dann entwickelt sich diese Angst der Ablehnung. Und die ist so tief in uns verankert, die ist so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass sie uns lähmt, dass wir Schöpfer sein können, dass wir uns trauen. Weil der Anfang jeder Kreation ist ja, dass wir uns das wünschen dürfen, dass wir uns erlauben, etwas zu wollen, etwas zu wünschen. Und meistens reden wir uns diese Wünsche auch schon wieder selber aus Angst vor Ablehnung. Und das ist ein ganz, ganz tiefer Prozess in unserer Gesellschaft, diese Angst vor Ablehnung. Und stell dir mal vor, wenn du keine Angst vor Ablehnung hättest, wer wärst du dann? Stell dir mal vor, wenn du wüsstest, dass alles, was du tust, was du willst, was du dir vorstellst, was du dir wünschst, wie du bist, mit all deinen Fehlern und mit all deinen Gefühlen und Emotionen und Überzeugungen, wenn du ganz sicher wüsstest, du wirst immer angenommen, du wirst immer geliebt und du wirst immer unterstützt. Stell dir vor, wer du wärst. Stell dir vor, wie dein Leben wäre. Stell dir vor, wenn das kein Thema mehr wäre für dich. Wenn du einfach wüsstest, ich bin eine, die ist immer verstanden, die wird immer verstanden. Ich bin einer, der wird immer unterstützt. Es gibt für mich immer den Raum, in dem ich so gut genug bin, wie ich bin, in dem ich so perfekt bin, wie ich bin. Und sich in diesen Raum immer wieder zurückzuholen, wenn diese Angst der Ablehnung hochpoppt, das ist ein wichtiges Können, ein wichtiger Punkt, den es gilt für jeden zu lernen, diese Angst der Ablehnung nicht mehr zu haben, nicht mehr zu füttern, sie als Geist, als Monster, als unwahren Dämon zu erkennen. Und diese Angst, die macht uns so unfrei. Und es ist diese tiefe Angst vor Ablehnung, die uns einfach so schlecht immer wieder macht,
die uns dazu bringt, schlecht über uns zu denken, die uns dazu bringt, Fehler zu sehen, die uns dazu bringt, uns selbst nicht Fehler zu verzeihen. Guten Morgen, ihr Lieben. Und das ist so diese Angst der Ablehnung, die, wenn die aktiviert wird, und die wird so leicht aktiviert durch irgendeine Vorstellung oder irgendeinen Gedanken, weil bevor wir wollen irgendetwas, ja, wir haben einen Wunsch kommt auf, ein Bedürfnis kommt auf. Say, okay, Hund. Ein Wunsch kommt auf, ein Bedürfnis kommt auf. Oder auch irgendetwas, wo wir merken, ja, das hätte ich gern, das habe ich nicht. Dann habe ich Angst. Hallo. Oder dann habe ich Angst, dann habe ich Befürchtungen, wie kann das ausgehen? Wie wird sich das entwickeln? Wie werden die anderen reagieren? Seja. Ja, und diese, das sind alles Denkmuster, das sind alles Vorstellungen in unseren Gedanken, die immer wieder diese Angst triggern und hervorbringen und die uns dann daran hindern, uns dorthin zu entwickeln, wo wir gerne wären, diese Person zu werden, die wir gerne wären. Und wenn du diese Angst der Ablehnung nicht handeln kannst, wird sich nichts groß verändern in deinem Leben, wirst du nicht andere Dinge kreieren, weil deine Gedanken kreieren. Und wenn der Gedanke da ist, immer wieder, oh, das könnte nicht gut ausgehen, oh, das könnte zu Ablehnung führen, oh, das könnte zu Unverständnis führen, oh, was auch immer alles befürchtet wird, dann bleiben wir da, wo wir sind. Dann machen wir keine großen Schritte, dann lassen wir nicht große Veränderungen zu. Und diese Veränderungen in uns selbst zu initiieren und nicht zu sagen, die Angst der Ablehnung darf nicht mehr da sein, sondern da auch wieder zu wissen, wie gehe ich damit um? Was ist die Angst der Ablehnung? Und das sind wirklich nur Gedanken, dass irgendeine Handlung, dass irgendein Wunsch, dass irgendeine Vorstellung zu Ablehnung führen könnte. Und diese Gedanken erstmal zu erkennen und zu wissen, an was für Überzeugungen diese Gedanken kleben, an was für Vorstellungen, an was für Vorstellungen in dem Sinne, was kann alles passieren, was will ich vermeiden, dass es nicht passiert, ja? All diese Vorstellungen führen einfach immer wieder dazu, dass wir das wieder kreieren, dass wir wieder im Außen uns Situationen kreieren, wo uns jemand zeigt, dass wir nicht angenommen werden, wo uns jemand ablehnt, wo jemand uns sagt, dass wir nicht gut genug sind, wo diese Beweise immer wieder im Außen kommen, dass man abgelehnt wird. Und so kommt es wirklich zu einem extremen Teufelskreis, den wir nur brechen können in uns drin, in unseren Vorstellungen, in unseren Erwartungen, in unseren Geschichten. Ja, und ihr kennt es alle, plötzlich ist es da, plötzlich ist dieses Gefühl da. Plötzlich ist diese Angst da, plötzlich ist diese Unsicherheit da, plötzlich ist man wie gelähmt, man weiß gar nicht, wo es weitergehen soll. Plötzlich denkt man, ich müsste irgendetwas haben, ich müsste irgendetwas tun, damit es weitergehen kann. Und dann kommt man nicht weiter, man kommt selbst nicht mal in den Gedanken weiter, weil man so stecken bleibt in dieser Angst, etwas falsch zu machen und dann abgelehnt zu werden oder irgendeinen Fehler zu machen. Und da rauszugehen, immer wieder und immer wieder die Wahrheit, statt diese Lüge zu beleuchten, dass man überhaupt jemand ist, der etwas falsch macht. Das Einzige, was wir falsch machen können, ist falsche Erwartungen, falsche Vorstellungen über uns, über das Leben, über die anderen Menschen, die auch Kreationen von uns sind, zu haben.
und diese Erinnerungen an solche Situationen dazu nutzen, um solche Situationen wieder zu kreieren. Und da geht es nur mit einem großen Sprung raus. Und diesen Sprung bin ich bereit, immer wieder zu wiederholen und zu sagen, nein, das ist nicht so. Ich muss keine Angst vor Ablehnung haben, weil sonst kreiere ich sie mir selber. Ich darf jemand sein, der angenommen wird vom Leben, immer. Und ich darf, wenn ich die Angst habe, trotzdem wissen, nein, das Leben ist für mich. Es ist alles gut. Alles ist gut mit mir, alles ist gut an mir, alles ist gut mit meinen Wünschen, alles ist gut mit meinen Träumen. Ich darf für diese gehen. Und da sitze ich da und sage mir das und erkläre mir das und rede mir mit mir wie ein liebender Mensch, der mir die Angst nehmen will und mir die Wahrheit zeigen will, so lange, bis dieses Gefühl weggeht. Und ich muss es nicht leben, ich muss es nicht durchleben, ich muss es nicht 100.000 Mal spüren. Nein, es geht darum, dass ich es anerkenne als das, was es ist. Ein Gefühl, das aus Gedanken und Vorstellungen und Befürchtungen und Überzeugungen und Ansichten jetzt in mir entstanden ist. Und dieses Gefühl gehört zu den Vorstellungen und gehört zu den Gedanken und den ängstlichen Überzeugungen über das Leben. Dazu gehört dieses Gefühl und nicht zu mir. Und wenn ich das immer wieder weiß und mich immer wieder daran erinnere, wer ich bin und wer ich sein darf in diesem Leben und dass ich keine Angst haben muss vor Ablehnung, weil es eine selber gemachte Realität ist. Und zwar eine Realität, die ich natürlich in meiner Erinnerung schon so oft erlebt habe und sie so oft wieder kreiert habe, weil ich sie ja vom Anfang an in meinem Leben so oft erlebt habe als kleines Kind. Und es ist für mich die absolute Wahrheit gewesen, dass es mich betrifft. Aber jetzt bin ich groß, jetzt weiß ich, wer ich wirklich bin und jetzt darf ich mich entpuppen. Ich darf mich entpuppen zu dem, was ich wirklich bin und ich darf so denken wie jemand, der so wirklich denken kann und nicht wie einer in der Vergangenheit immer gedacht hat und gedacht, oh mein Gott, wenn ich das mache, passiert das. Oh mein Gott, wenn ich hier zu weit gehe, dann passiert das. Aber das ist nur passiert, weil ich es befürchtet habe, weil ich es kreiert habe, wenn ich nur allein gedacht hatte. Oh mein Gott, wenn ich mich jetzt traue, dann kommt's toll. Oh mein Gott, wenn ich mich jetzt hinstelle und mich zeige, dann geschehen Wunder. Wenn das meine Überzeugungen sind, wenn ich das wirklich glaube, wenn ich weiß, dass es so ist, wenn ich weiß, dass ich Schöpferin bin, wenn ich es immer tiefer weiß, wie ich erschaffe, durch meine Gedanken, durch meine Vorstellung, jeden Tag ein bisschen mehr, dann wird sich alles verändern. Aber nicht, wenn ich aus diesem Sumpf nicht rauskomme und diese Gedanken weiterspinne und immer wieder irgendwo ein Heilmittel suche, das mir diese Angst nimmt. Das Heilmittel ist in mir, dieses Heilmittel ist in meiner Vorstellung, dieses Heilmittel ist in meiner Kreations- und Schöpferkraft. Da ist das Heilmittel drin und ich kann es aktivieren, jeden Moment. Und ich darf lernen, wie ich das aktivieren kann und ich darf in einem Kreis von Frauen wissen, wie sich das anfühlt und wissen, wer ich bin. Und die erinnern mich immer wieder dran, wer ich wirklich bin. Und das ist nur eine Fata Morgana, dass es nur eine Angst ist, die ich gerade wieder kreiere und ich kann sofort aufhören. Und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen das verstehen und dann musst du niemanden mehr dafür verantwortlich machen, auch nicht dich selber, sondern dann weißt du, dass es etwas ist, was in der Vergangenheit in
deiner Aufzucht, in deiner Konditionierung, in unserer Gesellschaft so aktiv ist und dass du jemand dazu bist, der dazu beitragen kann, dass so eine Scheiße nicht mehr aktiviert wird, weil du gelernt hast, es in dir nicht mehr zu aktivieren oder nicht mehr aktiv zu lassen, so dass du ein Beitrag bist fürs Kollektiv, dass so ein Scheiß nicht mehr weiter passiert und dass niemand mehr am Morgen aufwachen muss und verdammte Angst hat vor dem Tag, verdammte Angst hat vor den Menschen, verdammte Angst hat vor dem, was passieren könnte, wenn ich nur einen falschen Schritt tue, wenn ich nur einen falschen Wunsch äußere, wenn ich nur einen falschen ein falsches Wort rauslasse. Diese Angst soll weg. Diese Angst soll nicht mehr wieder kreiert werden. Diese Angst soll niemanden mehr krank machen. Diese Angst soll niemanden mehr klein machen. Diese Angst soll niemanden mehr davon abhalten, sein Potenzial zu zeigen und zu leben und die Liebe zu bekommen, die ihm zusteht. Weil es ist alles die gleiche Scheiße, die uns von dem schönen, schönen Zeug trennt, was da draußen für uns möglich ist. Ihr Lieben, ich bin heute Morgen auch damit aufgewacht und ich bin so froh, dass ich das handeln kann. Aber ich spüre jede einzelne Frau immer wieder, die das auch hat und die das nicht handeln kann. Und es kotzt mich an. Und ich will, dass wir alle zusammenhalten und diese scheiß fucking Lügen aufdecken und drüber sprechen und sagen, Bullshit, das braucht keine mehr von uns. Einfach nur, weil sie weiß, wer sie wirklich ist und wie sie schaffen, schöpfen und kreieren kann. Und Frauen, bitte, sucht euch irgendeinen Weg, dass ihr euch nie wieder so klein und ängstlich fühlt. Es ist so, so wichtig. Und es geht auch, ja, verzeihen. Es geht nicht mal nur darum, du kannst es verzeihen, ja. Du kannst sagen, scheiße, ich habe das kreiert. Aber du bist nicht schuld. Wir sind alle nicht schuld. Wir sind alle hier, um das zu lernen. Und es ist so lernbar. Und es geht nicht darum, dass es nie wiederkommt. Ja. Sondern es geht darum, dass wir wissen, wie wir es handeln. Und dass wir damit umgehen können und dass wir wissen, wir können es jeden Moment verändern, jeden Moment. Und dass es nicht schlimm ist, alles was wir fühlen und diese ganzen Bullshit, dass es nicht uns ausmacht und dass es nichts ausmachen darf, was wir uns wünschen für unser Leben, wie viel Liebe wir leben und geben wollen, sondern dass es einfach nur dazu da ist, um zu wachsen und zu wissen, was es wirklich ist. Genau, jetzt habe ich mich richtig schön aufgeregt, weil es manchmal so weh tut bei einem selber, diese verdammten Lügen, diese Pfeile der Lügen, die aus den Gedanken entstehen, aus den Vorstellungen, die einfach mit mir, mit dir nichts zu tun haben. Wir sind alle großartig, wir sind alle wunderbar und wir dürfen es zur Schau tragen, wir dürfen es zeigen, wir dürfen es zeigen. Also ihr Lieben, es ist alles wirklich schön und wenn dieser Schleier gelüftet ist, für jeden Einzelnen von uns und diese Klarheit entsteht und wir über den Wolken stehen und uns die Sonne bedingungslos erlauben, auf uns zu scheinen, dann wird es so schön für jeden von uns. Let's go, Babies, let's go! Und wenn ihr dabei sein wollt, kommt auch mit am Mittwoch in unsere Gruppe. Zweimal in der Woche. Es ist so wichtig, zweimal in der Woche sich zu treffen. Ich habe es nie gemacht bis jetzt. Aber es ist zweimal in der Woche. Wir brauchen einander. Und wir brauchen Frauen, die vorgehen.
Und wir sind alle göttlich und heilig und wie wir es auch nennen wollen, wir sind Schöpferinnen. Und wir dürfen uns dieses Gewand jetzt anziehen, wir dürfen uns diesen Mindset anziehen, wir dürfen dieses großartige Gefühl in unserem Herzen tragen und so dürfen wir durchs Leben gehen. Ich habe euch alle mega lieb, ihr seid alle so mega mutig und ich bin dankbar, dass ich euch einen Schritt vorangehen kann. Und es ist auch für mich nicht immer einfach, aber ich weiß, dass es der einzige Weg ist. Und je mehr Frauen es für sich anerkennen, desto großartiger und schneller wird es bei uns großartig. Und zwar ohne Bedingung, ja? Nicht, ja, du musst das machen, du musst das machen und du musst das machen. Du musst gar nichts machen, du musst hier oben nur dein Stübchen klären. Von diesen ganzen Bullshit-Überzeugungen, die uns eingetrichtert worden sind. Ganz genau. Also ihr Lieben, ich zeige euch noch schnell, hier ist gerade nicht so viel Sonne. Aber nichtsdestotrotz, ein schöner Hund, eine schöne Landschaft. Und wir haben es bald geschafft, ihr Lieben. Lasst uns stark sein, lasst uns so ein geiles Leben für uns kreieren, ohne ein einziges schlechtes Gewissen und zu wissen, je geiler unser eigenes Leben ist, je geiler unser eigenes Leben ist, desto geiler unsere Liebesbeziehungen sind, desto geiler unsere finanzielle Beziehungen sind, desto geiler wird es für alle. Wir gehen vor. Wir gehen vor und wir gehen vor und wir gehen vor und wir gehen vor und wir bleiben nicht mehr stehen. Wir lassen uns auch nicht mehr stoppen durch irgendein blödes altes Gefühl, das in unserem Körper hochkommt und uns verdammte Angst macht. Wir wissen, wo es herkommt, wir wissen, was es ist und wir geben ihm die richtige Bedeutung. Und zwar nur die, dass hier wieder alte Überzeugungen aktiviert worden sind, die wir richtig stellen. That's it. Also ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.